So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Menschen. Und willkommen zu einem weiteren Livestream mit Tekken 7. Ja, wir werden, denke ich, zuerst jetzt mal schauen, dass wir weitere Trophäen bekommen. Da fehlen mir noch ein paar. Dazu muss ich die Story angehen. Spezielle Kapitel muss ich noch machen. Das auf jeden Fall. Und dann Charakter-Episode noch irgendwie machen. Wie viel haben wir da? Drei. Ups. Drei haben wir da schon mal. Drei, okay. Wir brauchen da 10. Ich glaube, wir machen mal mit King, oder? Ja. King ist nicht nur ein Profi-Wrestler mit Maske, sondern auch stolzer Besitzer eines Waisenhauses. Kurz zuvor waren Kings enger Freund und Kamerad Craig Murdoch und der Mann, den King seinen Meister nennt, in einem blutigen Kampf angetreten und schwer verletzt worden. Okay, cool. King wollte seinen Freunden zu Hilfe eilen, wusste jedoch, dass ihre Operation nicht billig werden würde. Außerdem war sein Waisenhaus aufgrund des zwischen der G-Corporation und dem Mishima Zaibatsu wütenden Krieges in ständiger Gefahr. Da er weder ein noch aus wusste, nahm er im King of Iron Fist Tournament teil, um sich den Geldpreis zu sichern. Naja, Kampf beginnen. Check 7, okay. Wow, fängt schon gut an. Oh, das haben sie leicht verändert, die Lebensanzeige. Okay. Ging ja noch. Okay. Was passiert jetzt? Oh, interessant. Das haben wir jetzt geschafft wegen seiner Techniken von anderen Leuten. Okay. Machen wir Yoshimitsu's Story jetzt. Nachdem Hayashi wieder als CEO der Mishima Zaibatsu eingesetzt worden war, spürte Yoshimitsu, dass sich schlimme Dinge abspielten und nahm am King of Iron Fist Tournament teil, um seine Vermutungen zu bestätigen. Sein Infiltrationspunkt sollte ein Dojo der Mishima sein. Es schien perfekt zum Sammeln von Informationen geeignet zu sein und obwohl das Gebäude als Arena für seinen Turnierkampf dienen würde, näherte sich Yoshimitsu vorsichtshalber aus der Luft. Als er das Mishima Dojo betrat, fand er es verfallen vor. Es wäre ein Taifun darüber hinweggefegt. In der Dunkelheit wartete ein reizender junger Kampfsportler auf Yoshimitsu.
Yoshimitsu war sich nicht ganz sicher, allerdings wirkte er ein wenig angespannt und obwohl er bezaubernd aussah, strahlte er dennoch etwas Gefährliches aus. Also machte sich Yoshimitsu bereit für den Kampf. Okay, ist das Chin? Ah, Leo, lol. Ja, die erste Runde gerade ist so. Ja, geschafft. Okay. Ja, ich muss mich echt wieder einspielen. What the fuck? Okay. Krass. Was zur Hölle? Okay. Okay, dasselbe jetzt mit Leo. Leo nahm am King of Iron Fist Tournament teil, um mehr über seine verstorbene Mutter zu erfahren, die für die Mishima Zaibatsu geforscht hatte. Als Leo erfuhr, dass seine Kampfarena ein Dojo im Besitz der Zaibatsu sein sollte, konnte er sein Glück kaum fassen. Als er dort jedoch eintraf, fand er, dass das Dojo zerstört war. Das durch die Löcher in den Wänden und im Dach fallende Mondlicht verlieh dem Gebäude eine unheimliche Schönheit. Kurz darauf tauchte eine seltsame Silhouette auf und schwebte langsam in Leos Richtung. In ihrer linken Hand hielt sie ein Schwert, das sich mit unglaublicher Geschwindigkeit drehte. Was zum Teufel war dieses Ding? Das aussah wie eine Art fliegender Tintenfisch, vielleicht ein Dämon. Moment. Ihrer linken Hand sie? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass Yoshimitsu eine Frau ist. Dann dämmerte es Leo schließlich. Dieses bizarre Wesen war sein Gegner. Vorsichtig machte er sich bereit zum Kampf. Okay. Gut. Ist aber noch ziemlich einfach. Gerade noch so geschafft. Okay, das war jetzt knapp.
Ja, der hat eine deutsche Stimme. Finde ich cool gemacht. Ich denke, der kommt dann aus dem Land. Sonst würde er nicht so reden. Vermute ich mal. Machen wir mal mit Locky Chloe. Warte. Lucky Chloe ist eine Pop-Sensation und das Gesicht der Marke G Corporation. Also ein geheimnisvoller Mann, die G Corp stimmte und eine Wache nach der anderen mit tanzartigen Techniken ausschaltete, stellte sich Lucky Chloe ihm furchtlos entgegen und versperrte ihm den Weg. Sie warf dem Mann ihr typisches Lächeln zu und stellte ihn vor eine Herausforderung. Wenn er gegen sie kämpfen und verlieren würde, müsste er für sie als Hintergrundtänzer arbeiten, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, ob er ihre Bedingungen annehmen würde, machte sie sich bereit für den Kampf. Ja, Eddie, nice. Ah ja, ich bin wirklich schlecht geworden. Oh, das war schön. Fast schön. Auf jeden Fall besser. Oh lol, okay. Wow, okay. Interessant. Oh, armer Eddie. Interessant, Lucky Chloe hat eine japanische Stimme. Okay. Dann machen wir dasselbe nochmal mit Eddie. Eddie Gordo begab sich zur G Corporation, um an Akaso Mishima Rache für den Mord an seinem Vater zu nehmen. Nachdem er eine Reihe von Wachen ausgeschaltet hatte, stellte sich ihm ein seltsam gekleidetes junges Mädchen entgegen und ging in Pose. An mir kommst du nicht vorbei, alter Mann. Hihihi. Oder hihi. Alter Mann. Eddie sieht auch ziemlich alt aus. Was meint sie mit alter Mann? Verwirrt und verärgert über ihre Erscheinungsbilder und den respektlosen Ton, sich aber durchaus der Gefahr bewusst, die sie darstellte, machte sich Eddie bereit für den Kampf. Und das kann interessant werden. Ich.
Wow. Okay, da war die Sache schon etwas knapper. Die kontert richtig gut. Okay. Wow. Rätsel angezogen. Die können ja schnell laufen. Ja, das war eine witzige Story. Eigentlich müsste ich das mit Asuka auch noch machen. Seit ihrem ersten Kampf beim King of Iron Fist Tournament hatte Asuka das Gefühl, Lily würde diesen ganzen Rivalitätsunsinn ein wenig zu ernst nehmen. Sie erinnerte sich an Lilys Anruf aus heiterem Himmel einige Tage zuvor. Hallo Asuka, du hast bestimmt schon mitbekommen, dass das King of Iron Fist Tournament bald beginnt. Keine Sorge, ich war schon so nett, dich dort anzumelden und versuch nicht, dich herauszuwinden, ja. Ich freue mich schon sehr darauf, gegen dich zu kämpfen. Als Asuka ihrer Wut über Lilys Vermessenheit freien Lauf ließ, legte Lily auf. Asuka war es leid, wie das Spielzeug eines reichen Mädchens behandelt zu werden und dachte sich, dass diese eingebildete kleine Prinzessin sie nach einem Sieg vielleicht in Ruhe lassen würde, vielleicht aber auch nicht. Asuka dachte darüber nach, wie sie die Situation meistern könnte, kam jedoch zu keinem Ergebnis. So entschloss sie sich, bei Lilys Plan mitzuspielen und am Turnier teilzunehmen. Ah. Okay. Pff, wow. Gut, dass das auf einfach ist. Oh, ja, und verliere gleich die erste Runde. Ich kann mit ihr überhaupt nicht umgehen, nein. Was ist das, ey? Wow. Wir haben verloren. Erneut versuchen, natürlich. Was? Okay. Ach, mit dieser Kombo geht's irgendwie. Und da macht sie sowas. Sandek, wie macht man noch mal Rage Art? Ich habe echt keine Ahnung.
Oh, nice. Jetzt aber. Ah, ich merke schon, warum ich nicht gerne mit Asuka spiele. Wie sie einfach die ganze Zeit tanzt dabei. Ah, ist sehr gut gelaufen. Jetzt machen wir mal mit Fang weiter. Feng Wei hatte sich immer an den Text der Gottfestschriftrolle gehalten. Besiege alle anderen Meister und eigne dir ihre Stile an. Der perfekte Krieger überragte alle, um zum Drachengott zu werden. Nachdem er gegen Meister viele verschiedene Stile gekämpft hatte, kehrte Feng zum Trainingsort seiner Kindheit zurück, um sein intensives Programm fortzusetzen. Dann tauchte eines Tages ein unerwarteter Besucher auf. Ein geheimnisvoller Mann, der Kraft nur so ausstrahlend schien. Als dieser ihm mitteilte, dass es sein Wunsch wäre, zu kämpfen, hatte Feng keinen Grund, dies abzulehnen. Schweigend nahm er die Herausforderung seines Gegners an und machte sich bereit für den Kampf. Ja, das ist wahr. Oha. Hallo? So macht man das. Okay. Ah, oh, das war einfach. Blitze, Blitz des Schicksals. Ach, ich habe schon alle gemacht, okay. Also 10. Storykämpfer. Interessant. Good fight. Wie sieht das jetzt mit Law aus? Da er damit beschäftigt war, die Schulden seines Sohnes zurückzuzahlen, erkannte Martial Law erst, wie viele Schüler sich aus seinem Dojo abgemeldet hatten, als es schon fast zu spät war. Da noch eine große Summe zu entrichten war,
gingen ihm bald die Ideen aus. So entschied er, einen Kämpfer zu suchen, der das Dojo führen sollte. Fragte seinen Freund Paul, ob er jemanden kennen würde, wie es seine Art war, antwortete dieser, dass er der perfekte Kandidat wäre. Da Marshall Law jedoch davon ausging, dass das Dojo schon nach einem halben Tag den Bach runtergehen würde, wenn Paul die Leitung übernehmen würde, lehnte er höflich ab. Stattdessen verbreitete er die Nachricht, dass mächtige Kämpfer, die sich an dieser Aufgabe versuchen wollten, vorbeikommen und ihr Können im Ring unter Beweis stellen sollten. Ein Herausforderer nach dem anderen erschien, doch keiner von ihnen genügte Laws Ansprüche. Dann erfuhr Law eines Tages von dem Gerücht, dass ein im ländlichen China lebender Kampfsportler zum nächsten Gottfestmeister werden wollte. Überzeugt davon, dass dies seine bislang beste Chance sein könnte, brach Law in die Heimat seiner Ahnen auf. Ja. So kam er dazu. Das war fast ein Perfekt. Hätte ich mir etwas schöner vorgestellt, aber egal. Oh, Paul. Krass. Oh, was ist das jetzt? Da laufen wir weg. Jetzt fängt wirklich so krass. Okay, jetzt machen wir Spezialkapitel. Special Match gegen Akuma. Okay. Also wen spielen wir jetzt? Das ist Chen. Oder was? Spezialkapitel, sofortiges Gemetzel. Oder ist Kasu, ja. What the fuck? Was denn?
Dankeschön. Ich weiß noch, dass das so etwas schwierig war, dadurch zu machen. Hallo, block das doch. Warum geht er nicht zur Seite? Ach. Ja, das ist schon wieder was anderes. Okay, muss ich warten. Jetzt kann ich wieder erneut versuchen. Hallo, kann ich das nicht skippen? Nein, ich muss mir das anhören. Oh, wie habe ich das gemacht? War aber schon besser. Wieder gibt's Hilfe. Junge, übertreib mir deinen Angriff. Untouchable. Das ist, denke ich mal, ein guter Einstieg, um wieder reinzukommen in das Spiel. Oder auch nicht. Was ist das, ey?
Meine Güte, kann ich das nicht skippen. Boah, Mann, ey. Ey, das ist echt witzlos. Auf Dauer. Ich mache ihn so gut wie überhaupt keinen Schaden. Ah, Mann. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, das Spiel? Oh, der bekommt ja immer Leben zurück. Was zur Hölle? Der cheatet doch, ey. Ach, Mann. Harter Kampf. Wie habe ich das jetzt mit dem Laser gemacht? Naja, das blockte nicht. Ja, gib's mir, Spiel.
Ich habe auch so viel Bock, das mir jetzt die ganze Zeit zu geben. Okay. Ach, was, ey. Warum müssten die ihn so overpowered machen? Junge, kotz mich an. Ja. Dann muss ich die beiden Tasten gedrückt halten. Ja. What? Ja, Tatsache. Jetzt schon? Ja, töte mich instant. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Oh. Willst du mich verarschen, ey?
Ja. Offensichtlich. Hätte irgendwie gerne noch mehr erreicht. Als diesen Kampf. Ja, warum klappt das jetzt nicht mehr? Ah, Moment. Sitzt der von mir? Ja, was denn, meine Güte. Jetzt wieder alle meine Laser ausweichen. Eben, meine Finger tun langsam schon wieder weh. Du dreckiger Bastard, ey. Mein Ladekabel sollte endlich mal vernünftig halten. Ey, ist das so schwer? Ja, natürlich. Du mich auch spiel. Ey, was soll ich da machen, ey? Spam diesen Scheiß Mist.
Ach ja. Was haben die sich dabei gedacht? Ja, spam diesen Mist, ey. Warum hat das jetzt so lange gedauert, ey? Ja, fies. Wie soll ich da besser werden? Meine Güte, ey. So bescheuert. Zum Teufel, Mann, ey, was soll ich da machen, wenn er diese Scheiße spammt, ey? Jetzt mal ohne Witz. Fick mich doch, Spiel, ey. Irgendwo habe ich auch meine Grenzen. Ja, deine Macht ist übertroffen. Unübertroffen.
Einfach nur die Scheiße spammen, was das Zeug hält. Fick mich doch, Spiel. Warum geht das mit dem Block nicht? Ach ja. Wenn ich ihn nicht schaffen kann, dann sollte ich das mit dem Online kämpfen lassen. No thanks, I'm only German. And now I try to become a trophy or something like that. My English is not good.
Was habe ich jetzt gemacht? Ja, toll. Lass mich das nicht tausendmal immer wieder sehen, wie er seinen Text aufsagt. Funktioniert auch nicht. Naja. Gib's mir halt. Meine Güte, ey. Wow, okay. Ich glaube, die Platin-Trophäe bekomme ich niemals. In Tekken Sim. Würde es eigentlich nur noch 5 schwache Trophäen wären. Oder 5, 4 sind es, glaube ich, jetzt nur noch. Ja. 4 einfache Trophäen, die ich nicht mehr bekomme, weil ich das einfach nicht hinbekomme. Meine Güte, ey. Ja.
Ja, und warum hast du das jetzt? Oh, komm. Block doch die Scheiße, Mann, ey. Ja, töte mich halt, verdammt nochmal, ey. Also, Ticken kann er eine richtig aufregen. Wow. Ja, komm. Nee. Ich werde den Stream gleich beenden, ey. Das kann ich mir nicht noch öfters geben. So eine Schweinerei. Nee, nein. Ich habe echt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ach. Ein letzter Versuch noch. Dann bin ich dann Stream. Muss ich mir jetzt echt nicht geben, die Scheiße. Eins zwanzig haben wir gleich. Eine Stunde 20. Dann haben wir genug gekämpft. Für heute. In Tekken. Oh wow. Okay, aus einem Versuch mache ich jetzt drei Versuche. Aus einem Versuch.
Das ist aber wirklich der letzte. Dann beende ich den Stream und wir machen was anderes gleich. So dauert das viel zu ewig. Nee, hat keinen Sinn. Hat echt keinen Sinn, da weiterzumachen, weil ich das nie schaffen werde. Ich kann deine Schwierigkeit auswählen. Oh. Ernsthaft? Ist es jetzt einfacher? Warum sehe ich das erst jetzt? Naja. Oh, was war das für ein Kombo? Okay. Schon. Nope. Ernsthaft. Okay, vielleicht schaffen wir es jetzt.
Julius. Okay. Wow, wirklich. Habe ich jetzt was machen müssen? Ach, fick mich das Spiel. Ja, aber es ist jetzt auf jeden Fall einfacher. Eieiei. Ah, okay, so mache ich das jetzt. Mann. Natürlich. Als würde der Kampf nicht schon lang genug dauern. Mach einmal das, was du machen sollst, ey. Chill. Kannst du ja.
Fick mich doch, Spiel, ey. Sogar auf einfach schaffe ich das nicht. Ey, das kotzt mich so richtig an jetzt. Aber es war richtig hart. Jetzt aber. Güte, ey. Was? Meine Güte, gib's mir doch halt, Mann, ey. Ich hab echt keinen Bock mehr, so langsam. Verdammt nochmal, ey. Töte mich halt. Verdammt nochmal, ey. Ich hab echt keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Gib sie mir hart. Aus Ende, ey. 3 Minuten mache ich noch und wenn ich das nicht schaffe, dann beende ich dieses Spiel und fasse es nie wieder an, ey. Das ist so zum Kotzen, ey. Einfach nur Aufregung pur. Hoch 10.000. Meine Güte, ich kriege da Krebs. Bei so einer Scheiße. Julus, 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 ey. Ich hab so langsam genug davon. Einfacher geht's nicht. Mach doch einmal das, ey.
beschissen ist der Kampf, ey. Irgendwann habe ich auch die Schnauze voll, was so richtig hart. Ach, mach doch mal. Richtig. Halt, wieso machst du das nicht, ey? Solche Aggression, ey. Naja, töte mich. Töte mich, ey. Ich bin kurz weg.
Vielleicht läuft's ja jetzt besser. Nope. Oh. Was? Das kann man nicht blocken. Okay. Spam diesen Angriff. Okay.
Nein. Es wird nicht besser. Ey, so ein Scheißkampf. Drei Stunden, verdammt nochmal, sind wir jetzt schon dabei, ey. Ich könnte ausrasten. Gott, meine Güte. Was für ein Scheißdreck. Wie habe ich die anderen Trophäen bekommen, ey? Ich verstehe das nicht. Mach's doch komplett schwer mit den Trophäen, damit ich überhaupt keine bekomme. Wäre fair gewesen. Aber nee, die haben es mir so einfach gemacht und die letzten Trophäen bekomme ich überhaupt nicht, weil das nahezu unmöglich ist. Meine Güte, ey.
Ja, fick mich doch, du scheiß Spiel, ey. Kann gerade echt nicht mehr. Ey, wer hat sich so eine Scheiße ausgedacht? Jetzt mal ohne Witz. Wer hat sich so eine Scheiße bei den Trophäen ausgedacht, ey? Ich bin bei fast 90%, wenn ich die nicht schon habe. Ich fehlt jetzt nur noch ein paar Trophäen und die schaffe ich einfach nicht. Meine Güte, ey. Warum gibt es hier überhaupt so viele Trophäen, die man so leicht bekommen kann und dann so eine Scheiße? Mich auch spiel, ey. Ich könnte ausrasten. Aber sowas von, ey. Meine Güte, ey. Warum macht er das immer? Ich muss echt gleich das Spiel wechseln, aber sowas sonst ist mein Controller weg. Meine Güte, ey, wie kann mich so ein Spiel abfacken, ey? Meine Güte, ey, so ein Drecksspiel. Was war das jetzt? Yeah.
Mit deinem fucking Fußrad, ey. Spielst du mit mir? Meine Güte, ey! Fick mich doch, Spiel! Meine Güte, ey, ey! Ich kriege Aggressionen, aber totale. Mann! Ey, was für ein Scheißdreck! Ja, kannte der. Scheiße, Mann. Ja, nee. Ich glaube, es ist echt besser, so Tekken Firma wegzulegen und nie wieder anzufassen. Nie wieder. Nie wieder Tekken. Nie wieder taggen. Nie wieder taggen. Nie wieder taggen. Nie wieder taggen. Gott, nein! Das gibt's doch nicht, meine Güte, ey! Das muss doch mal funktionieren! Ich verstehe das nicht! Tut mir leid, ey. Ich beende die Scheiße, ey. Ich verbrenne Tekken 7 und fasse es nie wieder an. Nie wieder. Nie in meinem Leben wieder werde ich so einen Scheißdreck mir nochmal geben. Gott, Mann. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Aber dann Stream werde ich jetzt beenden. Was ich jetzt dann mache, ob ich jetzt noch was spiele.
Vielleicht noch ein wenig Overwatch, aber Tekken habe ich jetzt für immer genug. So ein Scheiß-Game.